Formel 1 News zur FIA. Der FIA World Motorsport Council hat einige Änderungen beschlossen, die Auswirkungen auf die Formel 1 und andere Rennserien haben werden. Eine der Änderungen ist die Erhöhung der Testtage für den Reifenhersteller Pirelli von 35 auf 40 pro Jahr. Darüber hinaus wird es 4 zusätzliche Testtage geben, um das Problem der eingeschränkten Sichtbarregen zu lösen. Ohne konkrete Details zu nennen, erwähnte der Rat mehrere Anpassungen und diskutierte Änderungen bei der Bereitstellung und Entwicklung von Kraftstoffen ab 2026. Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Erhöhung der Geldstrafen, die von den Rennkommissaren verhängt werden können. In der Formel 1 wird die Höchststrafe, die von den Sportkommissaren verhängt werden kann, auf 1 Million Euro vervierfacht, in anderen 4 Weltmeisterschaften auf 750.000 Euro. Diese Änderung ist notwendig, da der bisherige Betrag nicht mehr den heutigen Anforderungen im Sport entspricht. Diese Bußgelder gelten nur für Strafen der Rennkommissare und nicht für andere Vergehen.